Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Wolf hier und ich begrüße euch zurück zu Zenless Zone Zero. Let's play Zenless Zone Zero. Nee, eigentlich nicht Let's Play, weil heute wird es nicht viel zum Spielen geben, kann ich euch jetzt schon sagen. Und zwar, weil wir uns heute die ganzen Freundschaftsevents mal anschauen. Ne? Ich habe ja, nachdem ich die ganzen Charaktere freigeschaltet habe, also Steph freigeschaltet habe und Rinas und Koledas Agentenstory abgeschlossen habe, habe ich die ja hier in meinem kleinen Telefonbuch freigeschaltet und jetzt kann ich, jetzt habe ich all ihre Sachen hier hochgelevelt, ne, brrrp, ne, und all deren Cutscene freigeschaltet und die gucken wir uns jetzt zum ersten Mal an, ne, ich habe mir die auch noch nicht angeschaut, das ist wieder auf ein neues Erlebnis für mich, ne, und ja, das machen wir heute, ne. Ich hatte erst geplant, am Ende noch hier die Bangbo-Gacha zu spielen. Ne, die hier. Aber dann ist mir was eingefallen. Und das ist ehrlich gesagt, das macht es ehrlich gesagt ein bisschen. Ja. Erst einmal. Sie ist jetzt nur noch für 18 Stunden in der Gacha. Ne? Morgen ist sie raus aus der Gacha. Dann ist, wird, glaube ich, ein Versionsupdate gemacht, glaube ich. Und dann gibt es wieder neue Charaktere in der Gacha, ne? Und ich weiß, es sind Charaktere von hier, von dieser Biker Gang, also ja, wie die, von den beiden, ne? Die haben wir ja schon gesehen, ne? Das waren diese, beiden Mädels, ne? Eine von denen heißt Caesar, ne? Aber ich weiß nicht, welche von denen als erste kommt. Ich glaube Caesar kommt als erste. Das ist irgendwie die, ich weiß gar nicht, was für eine, ich glaube, die hatte auch so grünliche Haarfarbe, ne? Das wäre schon der dritte grünhaarige Charakter, den ich dann benutzen würde. Die andere ist eine Blondine, ja, weiß ich. Und oder die hat, vielleicht hatte die auch blonde Haare, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber Caesar ist irgendwie so die Anführerin oder so, keine Ahnung, oder die, wie auch immer man das nennen würde, ne, bei so einer Biker Gang. Und ja, was ich damit sagen will, wir werden jetzt offiziell Jane skippen, ne? Wir haben Seth gerollt, ne? Das ist das, was am wichtigsten war, ne? Und ja, sie müssen wir uns dann noch irgendwann mal hier, wenn sie irgendwann mal gerollt wird, wenn sie irgendwann mal ein Rerun hat, dann werden wir vielleicht mal versuchen, ne? Wird auf der Warteliste gepackt. Und ja, ich wollte erst mit den Bangbos hier die Dings, die Gacha spielen, aber dann ist mir eingefallen, manchmal wird ja auch ein neuer Bangbo freigeschaltet, wenn irgendwie, weiß nicht, als sie, wer war da nochmal, ich glaube bei Shinji oder bei der anderen Kollegin, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ich glaube, als die released worden sind, dann wurde auch von denen ja das Bangbo freigeschaltet, ne? Wo ist das? Oder? Hm? Ja, doch hier. Ich habe ihn jetzt mit denen hier verwechselt, von denen, von Belleborg. Ja, der ja wurde ja nämlich freigeschaltet, nachdem einer von den beiden Charakteren freigeschaltet worden ist, ne? So, wenn wir nach der Logik gehen, ne? Dann sollte ich vielleicht doch erstmal meine Punkte hier ein bisschen sparen, weil das bedeutet dann, irgendwann gibt es von dieser Biker Gang nämlich auch irgendwann mal so ein Bangbo, ne? Weil von der Biker Gang gibt es bisher noch gar keinen Bangbo, ne? So, wenn ich das hier sehe, ne? Der hier ist für Äther, der hier ist für Eischaraktere, der ist für physische Charaktere, ne? Also es gibt für jedes Element hier einen Charakter, es gibt für jede Fraktion hier einen, ne? Das ist Feuer. Das ist von Belleborg, das ist von den Cunninghairs, das ist von den Hausmites, das hier ist von der Sicherheitsbehörde. Also, wenn wir nach der Logik gehen, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es von dieser Biker Gang auch irgendwann ein Bangbo geben wird. Und da ich so kurz davor bin, wieder ein S-Rang Bangbo zu bekommen, würde ich sagen, ich spare mir die Punkte noch auf. Weil ich werde garantiert, egal für welches Mädel ich mich entscheide, mir ist ehrlich gesagt egal, welche von den beiden ich habe. Ich werde am Ende des Tages drei von den Mitgliedern haben und eine ganze Gruppe zusammenstellen können. Und diese Bangbos, die werden ja stärker, wenn man Charaktere aus der gleichen Fraktion. Ich habe den zum Beispiel ja voll hoch trainiert, ne? Und ich habe ja jetzt Rina und Corin in der Truppe und ja. Genau. Und dann bekommen die irgendwann so noch Bonus, ne? Also wenn man Charakter von der gleichen Fraktion hat, dann werden die stärker, ne? Das heißt, ich sollte vielleicht doch ein bisschen hinsparen auf diesen Bangbo, ne? Einfach nur, weil ich so oder so am Ende des Tages drei Charaktere haben werde davon. Ich habe genug
Polygone. Ich habe 32.000. Ich habe 31.000, weil ich bisher nur für Shinji gerollt habe. Ne, alle anderen Charaktere habe ich bisher geskippt, merke ich gerade. Ne? Keine Ahnung, ich habe Ellen geskippt, ich habe sie geskippt. Für Shinji habe ich gerollt. Und dann Jane habe ich ja jetzt auch geskippt. Ne? Ich habe nur ein paar Mal Janes gespielt, um Seth zu holen. Ne? Und ja, das war es eigentlich. Ich habe ja noch keinen einzigen Charakter hier bekommen. Oh ja, zu viel schwarze Haare, zu viel schwarz und rot Haare. Guck das an. So schwarze Haare, große Brüste, schwarze Haare, große Brüste, schwarze Haare, große Brüste. Da sticht Shinji raus wie ein bunter Hund, ne? Und ja, und die beiden Mädels von diesen Söhnen von Kalidon, die sehen klasse aus, ne? Vom Design, ich finde die klasse. Und ich finde Lucy und Piper auch klasse, die habe ich auch beide, ne? Habe ich auch hochtrainiert und was weiß ich nicht alles. Und die anderen beiden Mädels sind auch klasse. Ich glaube, das ist bisher die einzige Fraktion, wo alle Charaktere ich hier klasse finde vom Design. Ja, ich weiß nicht, was deren Story ist. Ich hoffe, die Story von denen wird dann als nächstes durchgenommen, ne? Damit wir mehr von denen erfahren. Ich nehme an, wir erfahren jetzt mehr von denen, einfach nur, weil die als nächstes in der Gacha kommen werden. Ich habe eigentlich gedacht, die würden mal irgendwann hier angezeigt werden, ne? Weil normalerweise können immer so einen Tag oder so vorher irgendwie so eine kleine Neuigkeit, da kann man nachschauen, so, oh, dieser Charakter wird bald in der nächsten Gacha sein, ne? War auch bei ihr war das so, ne? Hier, das war irgendwie so kurz ein paar Tage, bevor sie in der Gacha war, ne? Aber von den beiden gibt es noch gar nichts, ne? Oder von wer auch immer da kommt, ne? Und wir sind schon so weniger als 24 Stunden entfernt von der nächsten Gacha. Aber ja, gut, gucken wir mal. Kann man halt nichts machen. So, jetzt konzentrieren wir uns mal hier auf die Cutscenes, ne? Ich habe übrigens mal die Katze hin und wieder mal ein bisschen hoch gegrindet. Da, ja, guck mal hier. Gut, ne? Aber ich würde sagen, wir fangen mit Seth Lowell an, ne? Und was? Also, so, guck mal, die Farbe von Jane Doe. Hier dieser Text, der hier im Hintergrund an denen vorbeiläuft, ne? Alle von denen haben blau, aber Jane hat ein bisschen so grünlich, weil sie halt so ein bisschen daraus sticht, ne? Ist aber bei den Charakteren auch so, bei den anderen? Ne, die haben alle grau. Die haben auch alle grau. Und die haben alle komplett andere Farben. Da finde ich klasse, weil so ein bunter Haufen ist, ne? So, ich weiß nicht, ob es mir so gefällt, dass immer irgendwie mehrere Charakter pro Fraktion direkt hintereinander auftauchen. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ja, lieber so Abwechslung, aber was soll man machen, ne? Vor allem, wenn man eine Fraktion so richtig mag und man will alle Charaktere haben und die kommen dann alle hintereinander und du hast nicht genug Punkte, um die alle zu rollen, ne? Aber mal schauen, ne? Ich habe definitiv genug Punkte, um mindestens einen Charakter zu rollen, ne? Von daher macht mir nichts aus, ne? So, wir gucken uns mal die Cutscenes an, ne? Wir fangen mit Seth an. Interview-Vorfall, boom. Das sehe ich hier alles auch zum ersten Mal, ne? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie diese Cutscene entstanden ist. Aber ich nehme an, er wurde geinterviewt. Genau. Bist du glücklich? Genau, einer der Mädels stand irgendwie auf denen, glaube ich. Ich glaube, Seth ist voll der Frauenmagnet, ne? Irgendwie so eine Mitarbeiterin von denen steht irgendwie auch auf denen, glaube ich. Hab ich so herausgefunden. Tun ja immer so spezifizieren. Ja, Random Player, dieser die Videothek laden in New Rido im Janusplatz. Ja,
順位がどんどん下がってきてると聞いてます。あ、そうですね。競争は熾烈ですが、ヤヌスクは必ずや破竹の勢いで返り咲き、いずれ頂点に。そういうことでもありません。治安官の視点から言わせてもらいますが、ここヤヌスクにおける3ヶ月ごとの平均検挙率は 1% から 2% ほど上昇していますよね。そうなんですよ。 検挙率は地域の治安を分かりやすく可視化してくれますからね。ヤヌスクが次なる高みへ着々と邁進している何よりの証拠ですよね。とりあえず、バーバイト。とりあえず、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 
wenn das hier ein freies Land ist, dich in Idioten zu nennen, weil du mich Idiot nennst. Alles klar, so. So, genau, und das war die Cutscene, wo jeder Charakter hat irgendwie so eine Cutscene, wo ich mit denen ein Video anschaue oder wo die sich ein Video ausleihe, ne? Genau, ich habe mal Fußball mit denen gespielt. Da gibt es ja diesen einen Ball, der hier auf den Straßen, ja, mit dem man rumspielen kann. Da habe ich dann mit Seth vor dem Laden Fußball gespielt. Er hat so gesagt, so warte, ich bin ehrlich gesagt ziemlich gut, ne? Dann hat er mich abgezogen. Genau, älterer Bruder. Ich wusste nicht, dass der älter ist. Der hat nur mal... Aber ich habe schon gewusst, dass er einen Bruder hatte. Magst du deinen Bruder nicht? Ich weiß nur, die Beziehung ist ein bisschen angespannt. Glaube ich. Meine Schwester liebt mich mehr als jeden anderen. Es geht so. Ah, ich will was Positives sagen. Was? Wie kannst du es wagen? Wie kann sie so etwas sagen? Wurde ich gerade geNTR'd von meiner Schwester? Ja, ich weiß, was das Wort bedeutet. Auch wenn ich das in vollkommen falschen und unmoralischen Kontext gerade benutzt habe. Genau, so ist die Kassette. Das sind alles Kassetten, die man wirklich hier im Laden hat. Finde ich cool. Bis jetzt habe ich aber noch nie irgendwie jemanden gehabt, der irgendwie gefragt hat, oh, hast du diese Kassette? Und ich hatte die nicht. Ich hatte die immer schon vorher. Natürlich nur einmal das Menü öffnen, tu halt wieder schließen und dann kommt direkt die nächste Nachricht. So, oh, hast du die Kassette? Ja. Ja, ist es nochmal so etwas zu seinem jüngeren Bruder zu sagen? Ich scheine ihre Beziehung versehentlich verschlechtert zu haben. Tut mir leid. Hast du schon mal was von einem Mangekyo Sharingan angehört? Tut mir leid, wenn diese Frage mitten aus nichts kam. Echt jetzt? Was bedeutet überhaupt einfältig? Ist er nicht irgendwie arrogant oder irgendwie sowas? Lass mich doch mal kurz googeln. Einfältig. Einfältig. Definition. Arglos, ohne Gewohn. Ein einfältiges Gemüt, geistig etwas beschränkt und daher nicht von rascher Auffassungsgabe, also dumm. Alles klar, schwer vom Begriff. Tut mir leid, wenn ich hier nicht komplett aufpasse. Ich habe so ein ungefähr ein Bild hier, was hier passiert, okay? Seth hat Probleme mit seinem Bruder. Fällt diesen Film gut. Dann ist er bestimmt auch mal irgendwann spielbar, ne? Ich frage mich ja allgemein, ob es irgendwann mal mehr als 4 Charaktere pro Fraktion gibt. Weil in so einem ganz alten Trailer habe ich mal die Söhne von Kalidon gesehen, diese Biker-Gang.
Das sah irgendwie aus, als wären da sehr viel mehr Charaktere als nur vier. Da war auch irgendein Typ. Aber bis jetzt habe ich noch keinen männlichen Charakter gesehen. Deswegen dachte ich, das sah irgendwie aus, als wären da mehr als nur vier Charaktere gewesen, ne? Da war nur so ein ganz, die hat man nur so ganz kurz gesehen. Ja, halt hier die Truppe von Sokako, die hat man auch ganz kurz gesehen. Oder hier von Soldatin Nummer 11. Die hat man ja alle nur ganz kurz gesehen in so einem kleinen Trailer, ne? Da war noch, ich glaube, da war, bevor das Spiel überhaupt rausgekommen ist. Und das sah irgendwie so aus, als wären da mehr als vier spielbare Charaktere gewesen für diese Biker Gang. Deswegen habe ich mich gewundert. Ja. この Du hast den Film gewählt, weil du ihn mit deinem Bruder anschauen willst? Foolish little brother. You didn't realize the plot twist yet. Dann schmeißen sie sich mit Popcorn. Das ist diese eine Szene, wo Sasuke und Itachi sich mit Schuriken beworfen haben, aber anstatt Schuriken sind da Popcornstückchen. Die alle aneinander prallen. Ja, empfehle die Videothek deinem Bruder. Promotion. Sef geht rasch von dann. Du fragst dich, ob du jemals deinen Bruder kennenlernen wirst. Was klang, als hätte er einen großen Einfluss auf die Sicherheitsbehörde. Als wäre vielleicht besser, wenn sich irgendwie. Allein schon wegen dieser Satzbildung habe ich so ein Gefühl, der ist nicht spielbar. Wenn er schon hier. Weil, was, wenn das Spiel jetzt irgendwie ein Jahr draußen ist und der in seinem Bruder ist irgendwie spielbar, ne? Und du hast den als gepult, bevor du überhaupt Sef hast, ne? Und dann kommst du und schaust dir Sefs Cutscene an und so, oh, ich frage mich, ob ich den je treffen werde, ne? Dann würde das gar keinen Sinn machen. Also ich langsam glaube ich, er ist nicht spielbar, ne? So. Was bedeutet Freundschaft? So. Ach, da ist die. Ich glaube, da ist die auf den stehen, ne? Glaube ich. Ist nicht schon wieder die Synchronsprecherin von Mualadi aus Genshin? Ich höre diese Stimme überall irgendwie in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Das ist angeblich nicht die Stimme von 7. März. Und die hört sich auch schon wieder so ähnlich an. Na. Du siehst ja, dass du beim letzten Treffen mit diesem Mädchen überhört hast, wie sie bei ihrer Freundin gejammert hat, wie schwer der Umgang mit Sef ist. Ihr Liebeserkenntnis ist vermutlich nicht ernst gemeint. Genau. Wir haben irgendwie, sie hat sich irgendwie mit einem anderen Mädchen unterhalten und dann konnte ich mit ihm reden. Und dann ist diese Cutscene aufgeploppt und die Cutscene habe ich dann übersprungen, genau. Ja. せめてラーメン屋で聞いたことだけでも伝えないと。お、店長じゃないか。どうしたんだ？必死そうに言ってなんか振って。そんなことしなくても、ちゃんと気づいてたぞ。自慢じゃないけど。よし、バディチェックし、フォンヒント。え？店長？このアイダのビデオ屋のお友達？Tut mir einen leid。でも Versuch mal irgendwann alle Fotos davon irgendwie rauszufischen. In letzter Zeit mal zu zählen, wie viele da schon sind. Ich muss dringend das mit Sef besprechen. Ich muss dringend das mit Sef besprechen.
こっちは返事をすれば終わりだからな、リーゼ。俺は君とは付き合えない。 Wow, das war brutal. 変にこじれるよりいいとはいえ、さすがに酷なんじゃないのか。さすがは土直球。恐ろしいこと。Bin schon mit meinem Job zusammen. Aber er war irgendwie schon klar, ne? Er kann nicht mit irgendjemandem. Er kann auch nicht mit einem NPC zusammen sein, ne? Dann kann er ja nicht mehr mit den Spielern geschippt werden oder so, ne? Also wisst ihr, was los ist? Der, wenn ihr Seth mögt, ne? Und ihm eure Liebe gestehen, so sagt er einfach nur so, nein. Übersetzung, ihr habt keine Chance bei Seth. わざわざ訓練場まで会いに来てはいつも退屈そうに座ってるだけだし、それでも懲りずに通い続ける君を俺は到底理解できない。この間夜食を食べに行った時だって、俺と同じ白鉢ラーメンが好きだと言ってたけど、大将は常連の君が席についたのを見て黒鉢の方にアームを伸ばしてた。なんであんな嘘をついたんだ。 Jede Mende? Alter. Ich habe jede Mende? Mein Gott, also zwei Fehler. In Abstand von was? 3-4 Sätzen? Oder 3-4 Textboxen, meine ich. だから、リーゼ。君は本当に面倒見がいいし、根はいいやつなのも知っている。けど、俺と友達に、あるいは君の言う恋人になりたいというのは、本当に君の本心なのか。君はこんな小細工をせず、もっと堂々と心の底から欲しいと願ったものを求めるべきだ。俺はそう思う。 羨ましいな、お坊ちゃんは。堂々とおねだりすれば何でも手に入るもんね。自分が良かれと思ってお説教する時だって胸を張ってできちゃうんだから。しつこくつきまとってごめんね。うざかったでしょ。もうしないから安心して。 Diese dreht sich um und verlässt sich, das Café, ohne auf Seths Antwort zu warten. Seths Gesichtsausdruck wird etwas traurig. Vor ein paar Tagen? Ich meine, man hat die irgendwie im Lumina, auf dem Lumina-Platz getroffen. Und dann konnte man direkt schon mit Seth reden. Bist du schon davon? もしかして君とっくに知ってたのかい。なら、あの容赦ない返事も納得だな。いや、初耳だ。さっきの俺、そんなにひどいこと言ってたか。正直俺だって思うところがないわけじゃない。リーゼは本当にいいやつだし感謝もしてる。けどもし彼女が俺自身じゃなくて 別の何かのためにああ言ったんだとしたら、近い将来誰かが傷つくのは目に見えてる。彼女かもしれない。俺かもしれない。俺はやるべきことをやっただけだ。俺はやるべきことをやっただけだ。俺はやるべきことをやっただけだ。 リーゼはただ俺に合わせてくれてただけだ。そうしてくれた理由が俺の家に関係あるかどうかはともかく、俺があの子に親切にしてもらってたのは変わらない。やるべきことをやった。そうだろ。リーゼだってセスに言われて何か気づけたことがあるかもしれない。それは悪いことじゃないはずだ。俺はただ。
Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt irgendwie nicht genug aufgepasst, um zu sehen, was überhaupt das Problem war. Was hat sie noch mal gemacht? Sie hat sich mit jemand anderen unterhalten, ne? Du hast jetzt kurz vorhin, bitte. Ich habe da jetzt irgendwie nicht so mitbekommen. Wenn du das Video. Schwer der Umgang mit Zeph ist. Verstehe ich aber nicht. いや、金持ちだからっていい気になるなとか。わけのわからないことは絶対に言わない。セス、聞いてもいいかい？本心で接するというのはどういうことだと思う？僕だって君に何もかも打ち明けているわけじゃないんだ。いやいや。だから、別にプロクシー。別に構わない。 というか当たり前だろ。秘密の一つや二つ許せないんだったら、あとはもう戸籍謄本交換しかないだろ。言っとくけど、しないからな。俺だってもうガキじゃない。友達のことなら何でも知ってるなんて自慢できた時代はとうの昔に終わってるんだ。店長は口先だけじゃなく本気で接っていう人間と向き合ってくれてるのがわかる。なあ。 Lass dich knuddeln. Stimmt. いいこと言うじゃないか。そう思ってもらえて嬉しいよ。おお。昨日受けない友達は貴重だから、大切にしろってチン先輩も言ってた。だからこれからも。いざ言うと恥ずかしいなこれ。 Alles klar, gut. Wir haben ja eine Lektion in Sachen Freundschaft mit Zeph herausgefunden. Und damit haben wir jetzt wieder Boom. Sein Hintergrundding, die er bekommen. Zeig mal, wie er aussieht. Oh yeah. Aber wieder gut, dass man das freischaltet. Wieder gut, dass man hier die Hintergrundbilder der Charaktere freischalten kann. Oh, da sind noch die zwei, die mir nur noch fehlen. Ne? Also von all den Charakteren, die ich besitze. Ja, er ist auf der Lauer. Na gut, nächster oder nächste meine ich. Mama Rida. Boom, boom, boom. Habe ich da noch nie nachgeschaut. So, genau, Schlacht der Königinnen. Genau, Rina ist voll die Hardcore-Gamerin, glaube ich. Die hat irgendwie Highscores da aufgestellt. Diesen Arcade-Laden. ソウルハウンド3を大体5日くらいはやり込んであるよ。一応店長に挑戦するって方法もないことはないんやけど、引き換え券を貯めるのに比べたらまあ簡単なことやないよ。困りましたわね。今回の業務に5日も費やすことはできませんから、それに今まで手に入れるというものに触れたこともないのですわ。 慣れるだけでもかなりの時間がかかってしまいそうです。まさかリナさんがテレビゲームで遊んだことさえないスーパー初心者だったとは。ええ、メイドとして必須のスキルというわけではありませんし、
テレビゲームが関わる家政業務というのも。テレビゲーム。あ、それぞれやんの。うちは逆に家事がどうにもあかんくて、洗濯の。いや、デザインクラス。いつも下の子になるのに任せきりないよ。お待ちを。触れたことがないのと苦手なことは全くの別ですわ。このリナが苦手だからテレビゲームを避けていたと、そうおっしゃりたいのですわね。 そういう意味やなくて、決めましたわ。今日中にその記念品を手に入れてご覧に入れましょう。確か店長様に直接挑戦させていただけるのでしたわね。まあ確かに、それがゴッドフィンガーの目玉やさかい。うちとソウルハウンド3で対戦して勝ったら、この場で記念品をあげる。そういうスピアスマンのスピン感ね。 何何、挑戦だって。アシャ姉ちゃんに挑むやつがついに現れたのか。紹介するわ。急にちゃちゃ入れてきたこの子は、ジョナボー。うちの常連さんで、挑戦と聞くやつ駆けつけてくれんよ。お店が始まって以来、アシャ姉ちゃんには誰も勝てたことがないんだ。この戦い、絶対貴重な糧になる。見届けさせてくれ。ウェブスト、ディベック。アシャさんは強い。 それも尋常じゃなく、けれど手っ取り早く記念品を手に入れたいなら試してみる価値はあると思うな。ええ、私も同じ考えですわ。業務を完遂することこそ私の使命なのですから、試す価値があるのならどんな方法であろうと逃すわけにはいきません。 初めてゲームするっちゅう人に挑まれるのも随分けったいな話やけど、これもお仕事やさかいに。ほな、ゴッドフィンガーへようこしやす。せいぜい決まりや。Schon beginnt der Kampf von Seelenfressen Hund 3 zwischen Rina und Asher. こちら試合会場です。 双方の選手が位置につきました。今回はソウルハンドの女王じゃなくて、アシャ選手対リナ選手のチャレンジマッチとなります。オッケー、バイポイ、コレ。この解説聞かされる身にもなってほしいわ。ジョナボーのことは気にせんといて、自分なりにゲームを楽しんだらよろしやす。ルールは簡単。一瞬でもうちより深いとこまで行けたら君の勝ちでええよ。 私のことをただの素人だとは思わない方がよろしいかと。掃除機を手にすると興奮するタイプなのですから、子犬型のボンプを操作してお掃除をするゲームだと思えばいいのですが、これなら完全に私の得意分野ですもの。では両選手の素晴らしいプレイに期待しましょう。コインを入れて、よーい、スタート。 Übernimmt die Rolle als der Charakter, der den Kampf erklärt. Wie ist er nochmal? Und Jojo? Klingt sogar ähnlich. Wie der Kleine aus Part 4. Shigeki oder so. What? この調子なら、リナ選手の勝ちも十分に見込め。ないですね。ちょっと横一列のブロックを全部消してどうするんだよ。そんなの無視して早くしたい行くんだってば。なんてことをおっしゃるのですか。足元にゴミが落ちているというのに見て見ぬふりはできませんわ。取りこぼしがあれば、この手にある掃除機も悲しんでしまう。 そう、別に買うんけべん。楽しそうならは大いに結構だけれど、これじゃ勝ちは望めないな。リナ選手、なかなか先に進めていませんが、ゲーム画面はめちゃくちゃ綺麗になってます。こんな光景、アシャ姉ちゃんがやってる時でも見たことありません。今のは聞き捨てならんな。こんなんで買ったも何もあらしまへんえ。ほら。 選手突然減速。なんと彼女も同じく横一列のブロックを消し始めました。あ、ディストレクツィアウスね。スピードと勢
勢いはリナ選手に全く遅れを取っていません。まあ、お優しいように見えてしっかり譲れないことが終わりなのですね。自分を棚に上げて、なんや言うてはるわ。おっと、これは僕の気のせいでしょうか。双方の差が縮んでいます。わずかにではありますが、両選手の深さは確実に近づいているようです。 互いに全力を尽くして試合いましょう、アシャ様。限界を超えたその時、きっと今よりリソウテキナジブニデアイルハズデスワ。オーガワデアルハズのリナ選手、なぜかラスボスズラです。ハゲシサオマス戦況とともに、リョウ。サブリシャサイのこのフォンディズンシュビーズランゲダワッ。あら、画面が止まってしまいましたわ。ボタンも反応しません。ボンプがフリーズした時のようですわね。 いやよ、ちょっといらんといて。画面が止まってしもてるやん。こんなん再起動しかあらへん。けっといよね。ちっとも消えへん。潰れてしもたんやとしたら。ああ、堪忍しとくれやす。Trägt sie sie gerade aus? Ja, ne? みんなこれ見て。画面の表示がすごいことになってるんだ。キュキュキュキュキュ。うー、とにかく9がいっぱいだ。もうとっくにお店のハイスコアを突破してるよ。スコアはもう一番ね、アップストア。壊れてしまったんじゃないかい。ゲームに不具合があった時なんかによく見る表示だ。でも確か今回のルールは、一瞬でも うちより深いとこ行ったらパチって。そりゃ言うたよ。そやけど、これで負けっちゅんはいけずなんと違う。うちは認めへんよ。私も同意見ですわ、アシャ様。こんな顛末で勝利などとは絶対に認められません。試合のことは一旦置いておくとして、こちらの機材に関しましては。 ステックブブに。いや、ダンヘンベル。きっと私が対戦に集中しすぎるあまり力加減を誤ってしまったのですわ。ですからこちらはぜひ弁償させてくださいまし。え？この筐体買い取ってくれるいうこと？ええ、その必要があるほどの故障なのでしたらもちろん構いませんわ。 Ich dachte erst, sie macht diesen klassischen Move, wo irgendwie man so tut, irgendwie so, ah, ich kann gar nicht Pool spielen, und dann tun jemanden voll im Pool abziehen oder so. Dann hat irgendwie jedes Sitcom irgendwie so eine Episode. Ich glaube, der Prinz von Bel Air hatte so eine Szene, Drake und Josh hatte so eine Szene, ich glaube, Full House hatte auch so eine Szene. Es gibt immer irgendeinen Charakter, der voll gut im Pool bildet ist. Ja, irgendein Charakter verliert irgendwie voll viel Geld und dann kommt auch immer jemand anders so, warte, ich tue dich herausfordern, ne? Jeder unterschätzt dann diese Person und diese Person tut dann alle abziehen. Und es ist immer Pool. Es ist immer Pool. Also mal die Klappe ein oder ich hau dich. まあ、とにかく商品を渡しとくわ。ゴッドフィンガー特別記念の置物。それで、筐体の買い取りについてなんやけど、機材の件はご安心くださいまし。ですが、こちらの記念品は受けとれませんわ。やはり先の一戦でアシャ様に。Sie werden nochmal einen Rückkampf haben und dann sie voll abziehen, ne? Das ist bestimmt die dritte Szene, ja. Ein Auftrag zu erlegen ist jetzt wichtiger. ほうが重要なんじゃないか。先に記念品を受け取った方がいい。正々堂々と勝つ機会はこれからもある。勝ち負けに固執し、大切なことを見落としてしまうところでしたわ。目を覚まさせていただいてありがとうございます、店長様。記念品は慎んでお受け取りいたします。 初めてテレビゲームをご一緒させていただいたのがあなた様で本当に良かったですわ。
Diese Katze immer so lange irgendwie, habe ich so Gefühl. Okay. Werbegeheimnisse. Erzählen Sie mir alle, Rina. Was für ein Video gucken wir uns an? Schon fertig. Weiß nicht, um was es geht. Every time's a good time. Nein, höre ich noch da an. Irgendwie gehört, in Amerika hat Genshin Impact irgendwie ein Collab mit McDonald's. Kannst du irgendwie so Gleiter oder irgendwie sowas holen? Also wir können das schon wieder nicht holen. Werbeslogans auswendig lernen. まではわかるけど、それでどうやって遊ぶんだい？記憶力を高めるちょっとしたゲーム。そう家族は思っていたかもしれませんが、私にとってはもっとCMを見るための時間稼ぎのようなものでしたわ。せっかくですから、この機会に体験していただくのもいいですわね。ルールはそうですね。ビデオプレイヤーがあるのですから、 少し思考。いや、オンペアルビスオフィーベサーチ、ほら。リモコンをお持ちになって、お好きなタイミングで一時停止ボタンを押してくださいまし。次に流れるキャッチコピーを私が当ててみせますわ。うん。随分自信満々じゃないか。どれもかなり昔のCMなのに。それじゃ、準備はいいかい？ Schwierigkeitstrainer als Werbeslogan Gedächtnisspiel. Wann wirst du auf die Pause-Taste drücken? Gleich am Anfang der Werbung. CMが始まって0.1秒かそこらだ。さて、リナさん、何のCMかわかるかな？まあ、序盤からとっても手厳しいですわ。すっかり興が乗っていらっしゃるようで、リナは嬉しいございます。ですが、ほんの一部だけ。 画面に半円が映り込んでいますわね。明らかにこちらはレマンの CM で、続くキャッチコピーは酸っぱさは若さですわ。Jetzt alle richtig beantwortet. Die nächste Frage sollte sie vielleicht noch etwas mehr herausfordern. Drücke auf Pause, wenn nichts auf dem Bild zu sehen ist. ここだ。うん。ものの見事に真っ白な画面だね。 何の CMかこれだけでわかるかい？そうですね。この画面でしたら答えは一つ。キャプテンモーのCMですわ。キャプテンコー。これはただ真っ白な背景というわけではなく、牛乳の海なのですから、この後帽子に座った牛の船長が牛乳から浮かび上がってこういうのです。号令、大きくなるのがもう待ちきれない。 もう、ひっぺっぺりやごうとしたくせん。あそこがあるけど、もう。今のもうって。もしかして、牛の鳴き真似かい？まあ、勝手にアレンジしたわけではありませんよ。CM上の演出を忠実に再現したまでですわ。オッケー。さあ、フェイトンプカート。これでもダメなら、もう奥の手を出すしかないよな。2倍速で逆再生。からの。 突然ストップだ。がっかりさせてしまうかもしれませんが、この程度で難しくなったとは言えませんわ。こちらはアワーアワームーン。
洗濯洗剤の CM で可愛らしいお歌が入っていました。確か歌詞は君も香る、僕も香る、ハグしてもっといい香り。Du duftest, ich dufte, wir alle duften. 正解率 100% だ。恐れ入ったよ。ist am duften. Ich bin am duften. Wir alle sind dufte am duften. あの時間帯に流れているものでしたら、どれも数百回はくだらないかもしれませんわね。あら？店長様？画面の一角に赤く点がついていますわ。これは録画中ということでしょうか。ミス、ファイチャーカップ。おっとまずい。さっき間違えて録画のボタンを押してしまったのか。元の内容は消えてしまうのでしょうか。申し訳ありません。私が出来心でお遊戯などと提案をしたばかりに。Erlösche ich den ursprünglichen Inhalt。それがただ消えるというわけでもないんだ。このビデオプレイヤーは見た目より多機能でね。工房のマイクなんかにもつながっているんだ。マイクに？つまりそれは何を意味するのでしょうか。Wait a moment。今動かしてみるから。Wenn wir sie dann Moon schon wieder。巻き戻しに再生っと。君も香る、僕も香る。ハグしてもっといい香り。まあ、ビデオに私の声が入っていますわね。Was fast。お察しの通り、このビデオはブラック LP フィーチャリングリナさんになったというわけだ。いいえ、て妙ですわね、店長様。ですが、あなた様ならすぐに消してしまえるのではないでしょうか。では。これ大きくなるのがもう待ちきれない。Ich wusste es. Sehr schön, das zu löschen. これもめったにない偶然だからね。消してしまうのはなんだかもったいない気がするな。消してくださいますわよね。Springst nicht übers Herz. So, da. Kono Video war Lina san ni ageyo. Shobun war Lina san ni kimete ii. Ma, watashi ni desu ka? Moto no naiyou de uwagaki shite kudasareba sumu koto desu no ni. Dou shite? Solche kostbaren Momente fängt man nur selten ein. Omoide o hozon dekiru chance mo metta ni nai kara ne. Boku ni totte kono tape wa.もう他のどのテープよりずっと価値のあるものになっているんだ。かしこまりましたわ。そうまでおっしゃってくださるのなら、私も消してほしいなどとは言いません。ですがこのビデオ、Deine Stimme gehört jetzt dir. にはお見せできませんわね。ビクトリア火星に浮ついたメイドがいるなどとあらぬ噂が立ってはいけませんから。そうですね。こちらは。無期限のレンタルという形にさせてくださいまし、いろいろとお手伝いしてくださったのですから、その上ビデオを無料でいただくというわけにはいきませんわ。私の名前を貸し出しリストに載せて叶うのであれば、あなた様との仲ということで可能な限りの割引をしていただければ幸いですわ。Du hast gerade einen Automaten gekauft.皆さんがそう言ってくれるならもちろんだ。あくまでもレンタル品ということなら破損はご法度だからね。御所を大事に保管してくれ。ご安心くださいまし。最高規格の保安措置を講じた上で厳重に保管いたします。Ja, da wird nichts mit den Gachas. Der Part wird schon lang genug. Wir müssen ja noch Kollege anschauen. 見返すこともあるかもしれませんわね。Ja, wir sind immer noch vier Cutscenes anschauen. Bester Agent. Ara, Tencho-sama, konna tokoro de owai kiru nante, kigu desu wa ne? So einfach Zufall, magst du auch VR-Training? Kigu da ne. Masaka Rina-san mo VR-Kunren ga suki da to wa. Das ist der Ort, wo ich am Grinden bin. Ich habe alle Waffen, die ich benutze, gerade übrigens auf Level 60 gemacht. Jetzt kann ich die, AP, die Level der Charaktere hochballern. Level 60. Nein, ich benutze andere Leute.
Natürlich setze ich Agenten neben simulierten Kämpfen ein. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Ich habe sie gerade in dem Team mit Corrid und mit Shinji. Dann kriegst du sogar einen vollen Bonus hier, wenn ja bestimmte Charaktere im gleichen Team hast, wenn die ja gleiche Element haben oder die gleiche Fraktion, dann kriegen die einen Bonus. Und ich bekomme den vollen Bonus bei den dreien, weil Shinji und Rina Elektro sind und Coin und Rina sind aus der gleichen Funktion. Also jeder kriegt hier ein Upgrade hier. Und ich habe den Bangbo von der Dings von der von den Hausmeiz von Victoria Hausmeiz. Bedeutet, Coin und Rina sind noch stärker. Der Bangbo ist stärker, weil die beiden im Team sind. Komm zu mir, wenn du es ausprobieren möchtest. それかやりたくなったら僕のアカウントはいつでも貸し出せる。まあ、店長様は VR訓練に精通していらっしゃるのですわね。では、コイン。場合によるかな。敵の状況に応じてエージェントを選び分けるようにしているよ。だ、な、アンティビーロス。動きの素早い。マイネビがファインド。遭遇したといたしましょう。 Tut wieder dein hässliches. Nein, ich habe doch auf der. Boah, ich habe dich doch schließen gemacht. Geh weg. Was, Ellen? Ellen, was? Für wen würdest du dich entscheiden, wenn du auf deinen. Wenn du auf einen starken, agilen Gegner triffst? Ich würde Ellen wählen. Ich habe nicht Ellen, also ja, dich. ドリシラとアナステラの攻撃範囲からは逃れられないからね。まあ、手前。でも、いつも、あそこは、ディンスゲーム、コイン。コイン。それこそ、カリンのお箱だ。彼女は地下鉄の車両を。 Coin kann ich nur immer einsetzen, wenn ich gegen stationäre Gegner kämpfe. Sobald die sich bewegen, ist vorbei. Dann treffe ich die nicht. Ihre Kettensäge. Coin. あなた様はどの Nein, ich sag's, weil ich Lycon nicht hab. Und Ellen auch nicht. Ellen werde ich definitiv versuchen zu holen, wenn sie das nächste Mal gerunnt wird. Und dann habe ich drei Hausmeids Charaktere. Wäre nämlich perfekt. Da könnte ich Shinji irgendwo anders reinpacken. Wenn ich immer diese Zweierteams machen muss hier. Von dem Endgame-Sachen hier. Okay, das war sehr viel kürzer. Dann holen wir uns mal Erdingen ab. Boom. Ändern. Zeig her. Zack. So, nice. Ausgezeichnet. Also gleich Raum. Coin. Nee, ne. Stehen wahrscheinlich alle im gleichen Raum, ne? In der gleichen Fraktion. Cool. Ausgezeichnet. Dann fehlt noch Koleda. Und mit dem Gatschalen wird auf jeden Fall nichts. Kann ich jetzt schon mal sagen.
So, nein, nicht einsammeln. Ich will erstmal Gespräch zwischen Inhabern. So. Dauert ja noch eine halbe Stunde. お前はうちの従業員じゃねえが、それでも頼りになる。当事者の私が見逃しちまう問題でも、お前なら気づいてくれるかもしれねえ。お前にグレイス。弁護士してみてね。君の役に立てるのなら嬉しいけど。向上心があって、おまけに他人に手を差し伸べる気概まで持ち合わせてやがる。経営者として、私はお前のそういうとこを尊敬してるんだ。 安藤から聞いたんだが、ビデオ屋をチェーン展開して新エリートにたくさん視点を開くつもりなんだろ。わめらつ、ひふのビデオ、かぜのすかんつにひゅうろさめん。安藤さん、すごい誤解の仕方をしているな。僕はただ新エリート中のビデオを集めたいと言っただけなのに。なるほど。求心的に事業を広げるより、コアとなる業務そのものに注力するってわけだな。 So. Ich will nur einen wunderschönen kleinen Laden im Herzen von Europas an einen ganz besonderen Tag. Ja, wie ist er nochmal? Wie ist nochmal das Intro vom Held der Steine? Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin Held der Steine im Frankfurt am Main, im Herzen von Europa. Weiter war schon in meinen kleinen Laden an einen fantastischen Tag, irgendwie so was, ne? Da war relativ schnell. Okay, manche mögen Katzen. Sag er. Ich habe so das Gefühl, Koleda kommt irgendwie den kürzeren. Versteht ihr jetzt, weil sie kurz ist? Sie hat auch keine animierte Cutscene gehabt in ihrer Agenten-Story. Dafür hat Lycon 2 bekommen. Warum muss ich jetzt gerade diesen Film sehen? Tut ihr irgendwie Kollege gerade voll den kürzeren ziehen? Jena hatte voll lange Cutscenes. Und Lycon hatte 2 animierte Cutscenes, Kollege hatte gar keine. Man kann sich darüber streiten, dass die Story dafür sich sehr auf Kollege fokussiert hat, ne? Dass sie halt dann nicht unbedingt noch ein bisschen mehr, weil nicht Story braucht, aber trotzdem, ne? まさにそういうキャラこそ色々見習うのにうってつけだろ。うん。ええ、ziemlich langweilig。それがあの映画には大した見どころがないというか。そう言われると余計に気になってきたぞ。うん。ま、ざん、わんわん will er nicht, dass ich dass sie sich den links ansieht. 10.710 and it's cat, nicht mehr anschauen. Habt ihr Oh Sweetie? Muss ich mal gleich gucken, was das für ein Film ist. Warum nicht? Ist das ein Film für Erwachsene? Sie noch zu jung dafür? Sehr gut. Muss mal gleich gucken. Kann ich mir die Kassetten angucken? Ich glaube, ich habe gerade wieder jemanden dahin geschickt, ne? Nein, nichts. Lass uns diesen gemeinsam anschauen. Okay, du gehst mit Kleda ins Random Play, dort schaut ihr euch zusammen, bla bla bla. Kleda ist vollkommen gefesselt. Was für eine reife Kritik. Wäre ich wahrscheinlich die Gacha, die ich morgen oder übermorgen aufnehme.
einen extra Part machen am Anfang eines Parts. Ich mache da dann genauso wie in Honkai Star Rail. Da habe ich auch schon hier für Fei Shao hier habe ich schon gerollt. Das war auch voll kurz. Habe ich auch schon hier für den neuen Charakter hier gerollt, ne, für Fei Shao. Und da werde ich dann irgendwie vor den, wenn ich die Story da weitermache, da hinpacken. Habe ich noch gar nicht hochgeladen, ne? Süßes Mädchen. Warte mal, lass mich mal kurz nachgucken, bevor ich das vergesse. Kann ich mir die Kassetten angucken, auch wenn ich jemanden schon geschickt habe? So. Oh, sweetie. So, bestimmt ein Film, den ich auch hier habe, ne? Oh, sweetie. Liebe, erzählt werden all die Geschichten, die eine schöne Frau mit Amnesie, Monika, in einem fremden Metropol erlebt. Die kraftvolle gespielte Szene finden großen Anklang beim Publikum. Okay. Warum durfte sie halt nicht sehen? Ist ein Hardcore-Porno? So, okay. Süßes Mädchen. Ja, ihre Katze sind voll kurz. Kein Problem, welches denn? Wie heißt es denn? じゃあ、ちっちゃい声で言うからな。スイート&ガーリーマシュマロメメミルク。ああ、ist gemein. Sag einfach Marshmallow-Lammenmilch. Sag einfach die Kurzversion davon. Ich werde dich. Präsidentin, bitte beruhige dich. Professionelle Ratschläge im Austausch gegen ein Gratisgeschenk? プロらしくお店に改善を促してあげよう。そうすれば、あのやばい名前を言わなくても店員さんがおまけをしてくれるかもしれない。試してみる価値はあるかもな。私はオタクの忠実な顧客だが、同時に一角の社長。自分で試してみるね。そこで一つ、オタクの新商品のマーケティングの仕方について。 いくつか提案させてもらいました。ぜひ当店に貴重なご意見をお寄せください。今ならご意見をお寄せくださったお客様にはサプライズなプレゼントを差し上げますよ。まず、お客が口に出せねえような商品名はまずい。それで売り上げを減らすくらいならもっと普通の名前にした方がいい。例えば？ やっぱり言えねえ。忘れてくれ。それに新商品を売るなら店員に目立つ格好をさせた方がお客の興味を引けるだろう。例えば、ほらほら。商品に合わせて羊のコスチュームを着る。とか。ないファケス、ノッペサ。はい、それは確かに。スイート&ガーリーマシュマロメイメイミルクの反則に役立つ。え、それ、それ、ランイズ、ドライ、ナッフィング、バンゴス。 いただいたアドバイスをもとに、お客様の消費者像を見直す必要がありそうです。そうですね。いただいたアドバイスやお客様の話ぶりからバリバリお仕事をされている方とお見受けしました。そうこなくっちゃな。ですので、働く女性に大人気のスイーツを進呈いたします。ブラックコーヒーレモネードです。いかがでしょう。 後からお取り替えはできませんが。ちょっと待て。なんでブラックコーヒーがスイーツの枠にあんだよ。Unser Plan ist wohl nicht aufgegangen.
Letztendlich hätte sie ja sowieso. Verstehe den Plan nicht. Kauft das blöde Ding einfach. Muss es einfach sagen, Kollege. Zeig doch einfach drauf und kauf es. Ich sage für die erste Hälfte, hilft das? Ist die letzte Hälfte schlimmer? Hören gerne einen Marshmallow-Milch. So dämlich. かしこまりました。そちらに変更いたしますね。新商品の名前ですが、確かにお客様の1つ目のアドバイスが当てはまりそうですね。Weiß jetzt der Unterschied, dass wir das so gratis bekommen haben, anstatt das irgendwie zu kaufen? それではこちらをお受け取りください。ありがとうございました。 やっぱりうちのとは違うんだな。こっちの方が美味しい気がするぞ。いや、力になれなくてごめん。結局君にも言わせてしまった。でもすごい、失礼な態度。失礼な気がしてみる。なんてことねえよ。屈辱で死んじまうかと思ってたが、終わってみると意外とすがすがしいもんだな。それに。 店員も名前は検討するって言ってたろ。いろいろと思いがけずマシな方に転んだんじゃねえか。 Wieso seid ihr nicht einfach in den Laden eingegangen, habt darauf gezeigt und gesagt, ich will das. Also es nochmal sagen. あの名前をもう一回言うくらい、わけないんじゃないかい。お前意外と意地悪だな。うちの広報の責任者にならねえか。ま。 今日は本当に助かったぞ。お前もこのスイーツ一口どうだ。すごく美味しいぞ。ああ、やだ。ありがとう。ならお言葉に甘えて味見させてもらおうかな。それ。それってなんのことだ。ちゃんと言わねえとあげないぞ。ほれ、スイートアンドガーリー。ちょっと、I have no problem not to say. Ah, verdammt. Na gut. Bildchen, zeig her. Ich sage voraus, sie sitzt irgendwie auf einem Laster oder irgendwie so was. Auf irgendeiner der Maschinen. Ne, schade. Sie steht einfach nur da. Okay. Sie ist halt die Präsidentin, ne? Sie muss halt hier intimidating da stehen, ne? Bedrohlich. So, jetzt kommt der Zoom, ne? Pass auf. Boom. Jeder Charakter hat so und so. Steht sie da auf der Spitze des Gerüstes? Mein Gott. So, cool. Jetzt haben wir von allen Charakteren, die ich habe, die Hintergrundbilder. Auch nicht schlecht, ne? Von jedem Charakter hier die Dings maximiert. Jeden Charakter, den ich habe, jedenfalls, außer die Katze. Irgendwie ist die. Das ist irgendwie die schwierigste Trophäe, ne? Das ist die Trophäe mit den in der niedrigsten. Wie viele Leute die haben, so 0,1% oder so, weil das irgendwie so schwierig ist. Weil du musst immer gucken, wo gerade hier diese blöde Katze rumläuft, weil die taucht irgendwie nicht jeden Tag auf oder so. Dann musst du das immer so Antwortmöglichkeiten, die du machen kannst. Oh, willst du dich streicheln oder willst du lieber in Frieden lassen? Und ja, manchmal will die in Frieden gelassen werden und dann, wenn du halt falsch wählst, dann machst du Minuspunkte und das ist kacke. So, jedenfalls gut, das ist jetzt schon wieder viel zu viel Zeit. So, cool, haben wir das aber auch erledigt. Beim nächsten Mal, was beim für mich irgendwie, weil ihr werdet jetzt, nee, ihr seht ja im nächsten Part, ne? Im nächsten Part werdet ihr dann sehen, wie wir hier die Gacha spielen, ne? Das ist wahrscheinlich das erste, was ich machen werde. Und ich werde wahrscheinlich erst die Gacha spielen, dann Schnitt machen, weil ich werde ganz sicher einen neuen Charakter bekommen, weil ich hier genug Punkte habe, ne? Ich könnte mir vielleicht sogar den Charakter danach auch noch holen, ne? Wenn ich bis zu dem Zeitpunkt wieder Polygone, ne, gesammelt habe. Ich habe ja bis jetzt noch für keinen Charakter gepult, außer für Shinji. Deswegen habe ich so viele noch. Und ja, das heißt, ich werde im nächsten Part werde ich für den nächsten Charakter pullen, ne,
den Charakter garantiert bekommen, weil ich halt genug Polygone habe, ne? Lass mich mal rechnen. Ich mach mal rechnen hier, ne? Ich vergesse mal, dass ich eine Taste auf für die Tastatur habe. Ich habe 31.299 geteilt durch 1600. Das sind 19 Puls. Ja, okay, ja, ich kann ja, ich vergesse mal Pity. Ich kann ja meine Pity verlieren, ne? Das ist ja wieder eine Sache. Aber man weiß jetzt ja nicht, ne? Man weiß ja nicht, wie das hier passieren wird, ne? Lass mich hier auf Kollegas Dingens hier sein. Man weiß es ja nicht, ne? Man weiß ja nicht hier, ob ich die Gacha verliere oder nicht. Bis jetzt hatte ich ja ziemlich viel Glück in der Gacha, ne? Ich habe meine Pity beim letzten Mal verloren, habe aber direkt danach, beim ersten Pull danach, habe ich Shinji bekommen, ne? Ich habe einmal Koleda irgendwie doppelt bekommen und dann habe ich Shinji direkt im nächsten Pull bekommen, was eigentlich super glücklich war, ne? Und ja, also der Grund ist, ich will erstmal den nächsten Charakter pullen und dann wahrscheinlich den Charakter erstmal ein bisschen hochleveln, ne? Und dann irgendwann, weil nicht. Obwohl, das wird sowieso nicht so schnell passieren, ne? Weil ich soll vielleicht mal Erfahrungspunkte ansammeln. Ich habe ja gar keinen angesammelt. Ich habe ja alle Charaktere erstmal hier hochgelevelt, ne? So, die drei sind schon auf Level 60, ne? Und da war auch eine kurze Zeit irgendwie so ein Event irgendwie, wo du irgendwie doppelte Waffen hier bekommen konntest, also diese Dinger hier. Da habe ich natürlich auch zugeschlagen, da habe ich für einige Charaktere schon einige richtig coole Sachen bekommen. So an Waffen und so, ne? Was auch nicht schlecht ist. Da Corrin hat 2653 Angriffskraft. Alle anderen Charaktere haben so 1600. Sie hat 2600, Mann. So. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Wenn hier die Gacha wieder aktualisiert worden ist und wir für den nächsten Charakter abholen, dann wird wahrscheinlich das erste sein, was wir machen werden, ne? Oder wir machen die Story erstmal weiter. Vielleicht machen wir doch erstmal die Story weiter. Weil ich werde den Charakter sowieso nicht sofort benutzen können, weil ich keine Erfahrungspunkte habe und so, ne? Außer ich tue Erfahrungspunkte grinden. Was ich vielleicht auch jetzt machen werde, ne? Ich habe jetzt, ich meine, ich habe nur 20 Punkte hier gerade, ne? Und ich habe keine Dinger mehr zum Aufladen. Blah. Aber da werden jetzt meine ganzen Grindings hier reingepackt werden. Erstmal, ne? Waffen. Ich weiß gar nicht, was die für Charaktere sind, ne? Was für ein Element und so, ne? Keine Ahnung. Gott, aber darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist, ne? Für mich, ich muss noch ein, zwei Tage warten, ne? Je nachdem, wie lange das dauert mit der Aktualisierung, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht viel gemacht haben, außer uns Cutscenes anzuschauen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne? Wo wir den für den nächsten Charakter wahrscheinlich pullen werden, ne? Ganz sicher. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Ciao.